Und damit begrüße ich euch zurück bei Pokémon Strahlender Diamant. Wir waren hier stehen geblieben in Weideburg. Joa. Das letzte Mal haben wir die fette Route 214 und 13 abgeschlossen. Und jetzt sind wir... Wartet. Hier in der schönen Stadt Weideburg angekommen. Ursprünglich wurde diese Stadt gegründet, um das örtliche Großbau schützen zu können. Im Laufe der Jahre ist sie gewachsen. Ja. Letztes Mal waren wir, also davor waren wir in Schleide. Und dann waren wir hier in diesem Hotel. Wird wahrscheinlich dann noch wichtig, wenn man so nach Sonnewick möchte. Wir haben ja tatsächlich eigentlich schon alles so weit so gut entdeckt, ne? Naja. Hier war gerade eben noch jemand. Ja, hier unten. Ich besuche diese Gegend, weil ich das Großmoor sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Ja, interessant, interessant. Ich habe da gerade schon Team Galactic gesehen. Wer wohnt denn hier in dem Haus? Wichtig, wichtig zu wissen. Ha, hallo. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schleierde. Die beiden haben immer ihre Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Wellnessfrau. Die, die unsere Pokémon massiert hat? Hallo, ich möchte mir dein Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja eines Schals würdig. Ah, verstehe. Das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Ich möchte dich nicht anlügen, daher sage ich es dir offen ins Gesicht. Dieses Pokémon ist nicht schlecht, aber gut ist es auch nicht. Das ist einfach so lala. Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, dann gib ihm ein paar Knospe. Ah. Patti! Dachte schon, das wäre unser Pachirisu. Hallo. Du erinnerst mich an diesen hibbeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinen Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Bringe diese Blütensticker in deine Ballkapsel an, ja? Du hältst drei Blütensticker. Mhm. Jemand hat mir eine Beere gegeben, also habe ich sie eingepflanzt, damit aus ihr noch mehr Beeren wachsen. In Herzhofen habe ich aus den geernteten Beeren dann Knospe zubereitet. All die Mühe hat sich ausgezahlt, als ich sah, wie glücklich mein Pokémon über die Knospe war. Hehe, hallo. Oh Mann, ist das nervtötend. Was willst du denn? Ein kleines Balg mit gerade mal drei Orden? Pff. Sionim lässt sich dem Galaktik garantiert nicht dazwischen funken. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Ding jetzt am besten hochgehen? Ein Bombenjob für Team Galactic. Okay. Weideburg Großmoor Pokémon Warte. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis es durch Levelaufstieg bestimmte Attacken erlernt hat. Ja, oder weil es einfach süßer sieht. Hab mal daran gedacht. Hallo. Das Großmoor von Weideburg war einst Teil des Meeres. Doch das Meerwasser versickerte irgendwann im Boden und zurück blieb dieses riesige Sumpfland. Deshalb soll es hier auch Pokémon geben, die äußerst selten und nur hier zu finden sind. Das Großmoor ist wirklich riesig. Wie riesig, fragst du? Geh zur Pokémon-Warte und siehst sie an. Dann weißt du Bescheid. Einmal bitte unsere Pokémon heilen. Yay. Dankeschön. So. Hier sind überall auch wieder diese Lüftungsschächte, ne? Eigentlich wegen den Untergrundhöhlen. Weideburg, die Stadt am Großmoor. Hm? Finde ich aber wieder eine schöne Stadt. Also es ist nicht mehr so großstädtisch. Es ist eine schöne kleine Stadt. Im Großmoor gelangt man per Albern im Nu von A nach B. So wird auch das empfindliche Ökosystem nicht gestört. Anton! Ich mag Anton. Weideburgs-Arena-Leiter? Wie soll ich sagen? Er ist grandios, wenn auch auf eine seltsame Art. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du gegen ihn antrittst, wirst du sehen, was ich meine. Ah. Pokémon-Arena von Weideburg. Arena-Leiter Wellenbrecher Marinus. Meister der Fluten. Oh. Das klingt nach Wasser-Pokémon, ne? So ein bisschen... Das klingt schon nach Wasser-Pokémon. Hallo! Sag mal, du weißt doch sicher, dass das Pokémon Bomi verschiedene Formen hat, oder? Und besitzt du Bomi in allen verschiedenen Formen? Was? Du hast ja nicht mal ein einziges Bomi. Magst du sie etwa nicht? Aber sie sind doch so putzig. Ach, betrachten wir doch mal das Pokémon Bomi.
Es sagt uns, dass man sich abhängig von der Umgebung, in der man lebt, verändert. Ja, nee, Herr Bomi habe ich noch nicht gefangen, das mag ich auch nicht. Hallo. Da jemand um Großmann hat mir kürzlich eine TM angeboten, aber ich habe abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn sollte hier mal Nebel aufziehen, wird unser Arenaleiter den sicher durch den Einsatz von Auflockern beseitigen. Ich stehe hier exakt in der Stadtmitte. Okay. Was ist hier los? Hallo. Alle nennen mich Attackenmaniac. Ich kenne sämtliche Attacken, die ein Pokémon erlernen kann. Ich kann auch deinen Pokémon Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Komm mit einer Herzschuppe wieder, falls ich einem deiner Pokémon eine Attacke beibringen soll. Eine Herzschuppe? Hm. Versuch dich im Großmarkt von Weideburg am Safari-Spiel. Hast du schon mal auf dem Pokémon-Land gut? Der Besitzer, Herr Reichadel, liebt nichts mehr, als uns einen seltenen Pokémon zu schwärmen. Das Großmoor sorgt auch in heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Das ist genau der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Ich studiere seltene Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Gute 212 regnet, hier ist eine süße kleine Pfütze. Können wir die Pfützen irgendwas sagen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir können ja auf jeden Fall mal in den Pokémon laden. Was ist das für ein komisches Viech? Klibunkel ist das offizielle Maskottchen der Stadt. Es ist so unheimlich süß. Wir hoffen, es findet Fans auf der ganzen Welt. Diese Holzschnitzerei stellt das Pokémon Klibunkel dar. Obwohl es aus Holz ist, hat man doch das Gefühl, als würde es Gift absondern. Okay. So, zuerst die Kaffeekapsel kleben und diese dann am Pokéball befestigen. Und fertig, ein weiterer von mir persönlich gestalteter Pokéball, einzig in seiner Art. Sorry, jetzt habe ich voll gegen das Mikrofon gedützt. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen wir. Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt Pokébälle. Oh, die haben noch ein paar andere Bälle. Wir sollten schon so ein paar Superbälle kaufen. So. Was sind denn diese Premierbälle? Habe ich auch keine Ahnung. Nestball, Finsterball. Lottball. Nee, ich wollte ja keine Tränke kaufen. Ich wollte ja Supertränke kaufen. Weil... wir mit den anderen Pokémon nicht mehr so zurechtkommen, ne? Oh je, da geht unser ganzes Geld flöten. Okay. Weiß halt nicht, ob wir diese ganzen Sachen verkaufen können, diese anderen. Naja. Wer ist hier drin? Hm. Hallo. Meine Schwester sammelt täglich Beeren, also komm doch bitte bald wieder vorbei. Wir kochen auch mit Beeren und wir mischen sie. Das ist so lecker. Ich gehe in ganz Sinne spazieren und liebe es, überall Beeren zu pflanzen. Ich werde dir auch eine Beere geben. Warum pflanzt du sie nicht irgendwo ein? Du erhältst eine Koba-Beere. Okay, dankeschön. Als getragenes Item schwächt diese Beere sehr effektive gegnerische Attacken vom Typ Flug. Interessant. Hier waren doch auch irgendwo Beeren, da bin ich ja eben auch, genau. Hier bin ich ja eben auch vorbeigelaufen. Yay, Beeren. Sehr schön. Wir müssen aber mal gucken, was wir für Items geben. Ich
Patirizo ist völlig gelassen. Sehr schön, Patirizo. Hier geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl tatsächlich mal in der Arena vorbeischauen. Vorher gucke ich mal. Hat in der Persif-Beere nochmal. Halt dieses von der Vergiftung. Okay. Ich würde lieber diese andere Beere geben. Die. Genau. Ja, bla bla bla. Ihr habt alle eure tollen Items. Sehr schön. Los geht's. Oh Gott. Ein Schwimmbad. Marinus, der Arenaleiter. Ich meine natürlich Wellenbrecher Marinus, ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich finde ja, dass du enorm mutig bist, wenn du versuchst, Wasser-Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu bekämpfen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Dann liefere uns mal einen guten Kampf. Viel Erfolg. Okay, ich habe schon verstanden. Piraten Richard war auch schon hier. Pokémon Arena von Weideburg. Arenenleiter Wellenbrecher Marinus. Anerkannter Trainer Richard. Natürlich. Oh, es ist wieder irgendwas mit Rätseln, ne? Ich sehe schon, ich bin schon wieder komplett überfordert. Hallo? Ich habe hier nicht nur meinen Körper gestehlt, sondern auch mein Pokémon und meinen Geist. Was machen denn diese Kleinkinder hier? Planscher Pascal fordert dich heraus. Er hat ein Pokémon. Wir müssen auch noch einen Barmelin fangen. Ah. Ja, ich glaube, das wird schon was. Also mit Pachirisu haben wir da, glaube ich, gute Chancen. Wenn nicht, haben wir auch noch Luxor. Flipprin erreicht Level 33. Flipprin versucht, Lake zu erlernen. Was ist denn Lake? Hat das die Hälfte oder weniger seiner Maximum KP, trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. Oh, das ist so schwierig. Wir können halt Metallklau vergessen. Ja. Ich glaube, das war dumm, aber ich habe jetzt auch nicht so groß nachgedacht. Planscher Pascal wurde besiegt. Oh, du bist vielleicht sogar noch stärker als unser Arenaleiter. Das treibt man nicht. Ich habe mal gesagt, dass ich keine Rätsel mag. Okay. Ich muss jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Grün das Gegenteil von Orange macht. Das heißt, wir können erst den hier besiegen. Ich beherrsche die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Ein Angler, natürlich. Angler Yuri fordert dich heraus. Schmerbe. Ach, das Viech. Oh, das ist ja süß. Ich habe jetzt irgendwie an was anderes gedacht, aber ich weiß nicht warum. Mit Therese, wir können jetzt nicht spielen. Perfekt. Ja, das geht. Krieg bei Therese halt ein paar aufs Maul. Das ist okay.
kacke. Wo waren wir gerade? Bin ich doof, wenn Schmerbeln immun ist gegen Funkensprung. Warum denke ich bei Schmerbeln irgendwas anderes? Angler-Juri wurde besiegt. Du hast mich trotzdem besiegt, ich bin sprachlos. Nein, was machst du denn? Okay, jetzt können wir gegen ihn. Hallo? Hallo, hallo? Ich bin um die ganze Welt gereist und habe dabei Pokémon aufgezogen. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Du wirst es hier nicht leicht haben. Den habe ich noch nie gesehen. Matrose Merlin fordert dich heraus. Ist ja süß. Oh, Wingull! Oh, ich mag Wingull. Habe ich ja noch nie gesehen. Also in dem Spiel. Na, no, es tut mir so leid. Ich mag Wingull sehr. Oh je. Sieht so süß aus, einfach so eine kleine Mover. Ich glaube, Gal heißt auch Mover, oder? Irgendwie so. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Matrose Merlin wurde besiegt. Du bist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Ich habe ein bisschen Angst vor den legendären Pokémon. Von Dings. Nee. Das ist ja der Weg raus. Dann machen wir hier orange. Gehen wir hier lang. Es ist schon dafür gemacht, dass das so ungefähr eine Reihenfolge ist. Hier, bla 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 bla, dann hier jetzt durch zu ihm, dann blau. Ihn haben wir schon, ne? Vielleicht mache ich das wie Marinus. Wellenbrecher Marinus natürlich. Ich würde die gleiche Maske tragen. Okay, genau, dann kommen wir jetzt zu ihr. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Diese Kinder mit den Sprungreifen sind so süß. Sandscharin Marika fordert dich heraus. Sie hat auch zwei Pokémon. Azurill. Das. Oh, das ist so süß. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist auf seinem Ball hüpft. Oh, ist das ein süßes Pokémon. Können wir es einfach brutzeln? Oh, es ist so süß. Ist das die Vorentwicklung von Marill? Ich muss einfach mal drauf schließen. Ja, wollte ich gerade sagen. Seht ihr, ich hatte recht. Ah, das ist nämlich Marille. Oh, das ist so süß. Aber beide. Oh, ich bin schon gespannt, was der für Pokémon hat. Der hat bestimmt so Gyarados und Plinfer. Oh je. Ist natürlich, wenn man den Feuerstarter genommen hat. Du bist einfach zu stark. Ist die Arena natürlich ein bisschen schwer, ne? Okay. Hallo. Dein nächster Gegner bin ich, der Trainer, der weltweit die meisten Pokémon geangelt hat. So viele Pokémon gibt es ja nicht zu angeln, ne? Angler Alf fordert dich heraus. Goldin!
Oh, ich finde so süß, wie die wirklich an der Angel haben. Weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich hätte die Weiterentwicklung von Goldini einfach als Seepferdchen gemacht. Wegen dem kleinen Horn. Das sieht irgendwie aus wie ein Einhorn. Meerbeulen. Nee, wir können mit Schmerbe umgehen, glaube ich. Also so klein. Es schmerbelt rum. Wir können ja mal... Aha. Aha. Es ist wirkungslos. Staralili kriegt das hin. Ich meine Staraptor. Passt es nicht, dass wir mal mit dem Staralili angefangen haben. Ha, es ist groß. Geht. Oh no. Weiß, dass er trotzdem angreift. Weil Staraptor ist super. Raptor landet ein Volltreffer, weil es gelobt werden will. Schmerbe wurde besiegt. Nice. Aspiro erreicht Level 32. Aspiro versucht Kopfnuss zu erlernen. Oh, Kopfnuss ist cool. Kommt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. Können wir eigentlich statt Klapsmann lernen. Ne. Aspiro hat Klaps vergessen und Kopfnuss erlernt. Angler Alf setzt das Skarados ein. Ja. Wir müssten aber Patirizo irgendwas geben mit AP, irgendwas. Weil so viel Aufladung hat Funkensprung dann auch wieder nicht. Hallo Garados. Wenn der Angler schon Garados hat, ich will gar nicht wissen, was Dings hat. War okay. Ach, Gott sei Dank. Freut mich immer sehr, wenn die paralysiert sind. Nice. Wir müssen Funkensprung wieder aufladen. Ah, das ist erreicht. Level 31. Ja, passend. Angler Alf wurde besiegt. Weltweit die Nummer 1 zu sein, bedeutet anscheinend gar nichts. Oh, die machen mich immer so traurig, wenn die so traurig sind. Ich bin so verwirrt. Hat mir gar nichts gebraucht. Aha. Hier können wir lang. Hier können wir lang. Oh Gott. Hallo. Wie die tosende See spüre ich alles sofort, was sich mir in den Weg stellt. So bin ich eben. Die Matrosen sind auch richtig putzig. Mit dem kleinen Fernglas. Matrose Toni fordert dich heraus. Alle los. Das ist ein Wasser-Pokémon, ja stimmt. Oh. No, wenn er so böse Wasser-Pokémon hat, habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, das hat gut funktioniert. Das freut mich. Die Arena ist auch im Hintergrund sehr schön. Ponita erreicht Level 26. Matrose Toni setzt als nächstes Wingull ein. Ich will auch einen Wingull haben. Wo kriegen wir das her? Ist gut, dass die Arena nicht mit Rätseln ist, sondern einfach mit Knöpfen.
Und Rote Toni setzt als nächstes Schallelos ein. Ja, das kriegen wir schon hin. Sieht immer so unterschiedlich aus, ich verstehe das nicht. Was ist das? Shiny? Keine Ahnung. Umgesprung ist halt mega toll, aber es fehlt halt irgendwie was. Also wir bräuchten eigentlich so Donnerschock oder so als PM. Materie ist erreicht, Level 37. Materie versucht Superzahn zu erlernen. Passt ja, weil es ein Eichhörnchen ist. Greift mit scharfen Reißzähnen an. Kapitel des Ziels werden halbiert. Nice. Wenn KP halt immer halbiert werden, macht das auf jeden Fall mehr Schaden als Ruckzuck gibt, richtig? Lass mich das bitte nicht probieren. Natürlich ist der Ruckzuck gibt vergessen und Superzahn erlernt. Ist das, weil es ein Eichhörnchen ist? Matrose Toni wurde besiegt. Diese Welle hätte ich mir nicht mal das Geschirr spülen können. Okay, welche Welle? Deine Welle. Haben wir irgendwas dabei? Oh, ich hasse diese Steuerung. Ich nehme mal das Steuerkreuz. Bla bla bla. Statusprobleme. Äther ist das Richtige. Beere das Richtige. Und da haben wir eine Beere, die das auch macht. Ja, hallo, na, bla bla bla, Beere. Nice. Okay, das hat ja schon mal gut funktioniert. Hallo. Lass dich vom Sinken und Steigen des Wasserspiegels nicht verunsichern. Erst wenn du die Kontrolle über dich selbst verlierst, wird es brenzlig. Achso, du willst gar nicht mit Meere kämpfen. Okay. Oh no, das war dumm. Oh no, das war richtig dumm. Ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Ich hab mich verlaufen. I'm so sorry. Irgendwie doof. Tut mir so leid. Ich habe komplette Orientierungslosigkeit. Ja, irgendwie verstehe den Weg außenrum nicht. Das war schon, ne? Das ist tatsächlich schon das Ende. So, sehr schön. Los geht's. Hallo.
Willkommen, ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen, die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter in die Tiefe. Und der Sieg wird unser sein. Los, bringen wir es hinter uns. Was soll dieses Outfit so generell? Ich meine, er hat nur 3 Pokémon. Seht ihr, das fängt doch schon ganz gut an. Ist hier mit unserem kleinen Batterie so. Oh shit. Das ist eine sehr schöne Arena. Mehr Patirizo, ich bin auch sehr entschlossen. Oh, nice. Das ist sehr gut. No! Er hat mich veräppelt. Das war Veräppelung, das geht gar nicht. An sowas muss ich denken. Please. Oh Gott sei Dank. Okay, immer dran denken, nicht so einfach denken. Die heilen ihre Pokémon auch. Darf ich nicht vergessen. Renata Marius setzt als nächstes Morlord ein. Das klingt... Ach, der ist das. Oh, der ist so süß. Oh. Schau mal nicht schnell hier, oh fuck. Boah, ist wirklich ein Volltreffer. Die Pachirisu darf halt nicht sterben. Ich bin mir ziemlich, dass gegen den Raptor gut ist. Ich hoffe es. Das ist die Weiterentwicklung von diesem anderen? Von dem kleinen? Staraliki ist halt schon cool, ne? Nice. Staraptor ist halt wirklich gottgleich, ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe Angst. Pinkprin erreicht, Level 34. Renata Marius setzt als nächstes Bujelin ein. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir können es ja direkt... Kein Risiko machen, es nicht heilen. Direkt angreifen. Hey, das war ein guter Zug. Oh, das ist halt die Weiterentwicklung von dem anderen. Was nennst du effektiv? Das war richtig schlecht. Gut, das ist gut, dass wir nicht angreifen können. Dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit, Pachirisu zu heilen. Nee. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Pachirisu ist dir sehr dankbar. Wir sind so gut. Nee. Funkensprung. Bojelin wurde besiegt. Oh mein Gott. Arenaleiter Marinus wurde besiegt. Wow, war's das etwa schon? Ich will mehr, ich will noch mehr kämpfen. Oha. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hier, das hast du dir verdient. Oh mein Gott. Du erhältst den Fanorden von Marinus. Der Fanorden ermöglicht es dir, die VM-Attacke Auflockern über deinen Pokémon zu verwenden. Hier ist eine besondere Belohnung. Du und deine Pokémon habt euch dieses Zeichen meiner Anerkennung redlich verdient. Wer hält die Sticker, die Marinus verwendet? Wer hält die TM55? Diese TM55 beinhaltet die Attacke Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner weniger als die Hälfte in seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Oha. Es gibt ebenso viele Attacken zu kämpfen und zu siegen, wie es Trainer gibt. Möchtest du wissen, was meine Art zu kämpfen ist? Ich will so kämpfen, dass am Ende sowohl der Sieger als auch der Verlierer sagen, sie hatten Spaß. Oh, das ist ja irgendwie süß. Ne? Wow. Den Weg hätten wir auch gleich gehen können. Ach, was sagst du jetzt? Oh, Eliza, du hast den Arenaleiter tatsächlich besiegt. Wie war's? Hat dir der Kampf gegen Marinus, Wellenbrecher Marinus, Spaß gemacht? Sicher, Gewinn ist schon wichtig, aber man sollte auch nicht vergessen, Spaß am Kampf zu haben. Ich glaube, Marinus, ich meine Wellenbrecher Marinus, hat dir gezeigt, was ich damit meine. Ah, wir haben es geschafft. Macht mich sehr glücklich. Bin beeindruckt. Ja, erstmal so Pokémon teilen. Wo auch immer der Pokéstop war, ich hab's schon wieder vergessen hier. Oha. Das war sehr schön. Ich bin Pachirisu sehr dankbar, dass das einfach ein ganz tolles Pokémon ist. Es ist so perfekt. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte wäre uns bald wieder. Yay. Ganz toll. Sollen wir uns jetzt mal hier oben das Dings angucken? Nee. Hallo. Willkommen im Großma. Soll ich dir das Safari-Spiel erklären? Ja. Sobald du das Großma betrittst, stehen dir 30 Safari-Bälle zur Verfügung, um Pokémon zu fangen. Das nennen wir das Safari-Spiel. Das Safari-Spiel ist vorbei, sobald du deine Safari-Bälle verbrauchst oder 500 Schritte zurückgelegt hast. Du wirst sicherlich deinen Spaß in der ungezähmten Natur des Großmas haben. Willkommen im Großma, dem Schauplatz des Safari-Spiels. Alles, was du für nur 500 Pokémon fangen kannst, gehört dir. Bist du dabei? Ah. Das macht dann 500 Pokédollar, bitte. Hier sind deine Safari-Bälle. Du erhältst 30 Safari-Bälle. Wir geben dir Bescheid, sobald das Safari-Spiel vorbei ist. Bis dahin wünschen wir viel Spaß. Auf geht's in die Wildnis. Okay, das ist ja ein lustiges Spiel. Die hier habe ich während des Safari-Spiels gefunden. Diese TMs enthalten die Attacke Auflockern, aber keines meiner Pokémon kann sie erlernen. Daher würde es mich freuen, wenn du sie mitnehmen könntest. Du erhältst TM 97. Setzt du Auflockern über die App VM-Attacken ein, kannst du Wege von schneeweißem Nebel befreien. Die, das ist voll der Schlamm gewesen. Ein Pyongskora scheint. Was denn? Bällefutter Matschflucht. Das ist irgendwie süß. Die Bälle sehen aber putzig. Wow, die Pokémon flüchten vor uns. Für mich gedemütigt. Oh je. Sag euch, 500 Schritte sind schneller erreicht, als man A sagen kann. Oh je. Ja, danke, Staralini. Ich brauche ich. Das ist aber ein cooles, Ist ja alles so matschig.
Yay, das ist wie ich. Ein Mauler, der Schein. Warum sollen wir das füttern? Okay, es mag uns. Leicht verwirrt, aber egal. Morlord wurde gefangen. Morlord wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Fisch-Pokémon, ein träges Pokémon, das am Flussgrund mit geöffnetem Maul darauf wartet, dass Beute hineinschwimmt. Wow. Kreativ. Okay. Mir echt. In den Matsch gefallen. Für was ist Matsch da? Ein Glas Honig. Wirfst du den Pokémon Futter zu, lass sie sich leichter fangen, nehmen aber auch eher Reis aus. Wirfst du hingegen Matsch nach ihnen, lass sie sich zwar schwerer fangen, nehmen vor lauter Wut jedoch nicht mehr so schnell Reis aus. Ich frage mich, welche Strategie wohl die bessere ist. Eine sehr gute Frage. Yay, ein Bidifoss. Ich versuche mich irgendwie fortzubewegen. Hätten den blöden Skorpion fangen sollen. Was ist gerade passiert? Roselia, hehe, yay. Oh mein Gott. Ich passe es nicht. Unser eigenes Roselia. Für Roselia wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Roselia, Dorn-Pokémon. Roselia, die mit klarem Wasser aufgezogen wurden, sind für ihre Blüten bekannt, die in leuchtenden Farben erstrahlen. Ganz toll. Ist es rot, weil wir fast 500 Schritte erreicht haben? Wir haben ein Gegengift gefunden. Oder warum ist jetzt die Umgebung rot geworden? Oh, ein Machel! Entschuldigung. Marill, du brauchst auch einen Ballreiz. Oh mein Gott, das ist so süß. Marill, du bist perfekt. So macht Pokémon fangen Spaß, wisst ihr? Bitte! 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 Ja! Scheiße, Marill wurde gefangen. Oh, das ist so süß! Für Marill wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Aquamaus-Pokémon. Beim Tauchen setzt es seinen Schweif als eine Art Rettungsring ein. Seine Leibspeise sind die Wasserpflanzen am Flussgrund. Oh! Es ist so süß! Muss mal Areal ver... Okay. Schneller und schneller, wie ein geölter Blitz. Los, steig gleich ein, das ist kein Witz. Für einen so weit entfernten Areale kann ich dir die Großmoralbahn wärmstens empfehlen. Areal 1. Oh, wie süß ist die denn? Wubbel, wubbel, warum fängt man nicht in Areal 1 an?
Bevor du dich in ein Safari-Spiel stürzt, solltest du in den ersten Stock der Pokémon-Warte gehen. Dort kannst du durch ein Fernglas das Moor überblicken und dich so informieren, wo du bestimmte Pokémon findest. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ups. Das hätte uns auch niemand mal vorher sagen können. Ne? Ih, das geht ja da oben auf. Hab ich ja jetzt gesehen. Knospi ist ja richtig eklig. Du findest einen Drang. Ding Dong, die Zeit ist abgelaufen. Das Safari-Spiel ist vorbei. Ey, welche Zeit? Du meinst die Schritte. Oha. Oha. Bilde ich mir das nur ein oder erscheinen heute andere Pokémon im Großmoor als gestern? Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Eine Fahrt, die damit bietet sich an, wenn du in ein weit entferntes Areal gehen möchtest. Durch das Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Wenn man durchs Moor läuft, sinkt man manchmal ein. Ich habe einen Versuch, mich zu befreien, der hat die Geduld verloren, dass das Safari-Spiel für mich komplett gelaufen war. Das ist ein Fernglas, möchte ich zu 100 einwerfen. Leute, was sollen wir das sagen? Leute, ich weiß nicht, wo das ist. Hä? Ich kenne doch nicht das Moor auswendig. Chillt mal bitte. Okay, cool. Cool, cool. Cool, cool. Level. Ja. Entschuldigung. Was zum Teufel? Du findest einen Beleber. Ich weiß, wo es lang geht. Ich habe im Großmoor von Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Du musst da unbedingt auch mal hingehen. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Weideburg. Schon verstanden, wir gehen nicht ins Matsch. Weideburg. Weideburg. Erkunde Weideburg. Wir haben immer noch die Aufgabe, Weideburg zu erkunden. Wenn ich schwören könnte, dass wir überall drin waren. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns nochmal die Safari an vielleicht. Weil wir haben jetzt schon so ein paar... Was hat das denn? Anafie. Sag mir nicht, das Pokémon ist geschlüpft. Ne. Da, wir haben ein süßes Marill. Wir haben Roselia. Wir haben Morlord. Macht mich schon glücklich. Würde ich mal sagen... vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal erkunden wir weiter. Bis dann!